Alarm, liebe Leute, nun ja, ihr seht, diese Erde ist für Menschen oder für vernünftige Menschen inzwischen fast unbewohnbar. Rundum keine Erziehung, keine Moral, liebe Leute, kein Gewissen ist vieles, was wir in der Gesellschaft sehen, traurig, so kurz nach 45. Naja, ich habe diese Dinge vorhergesagt, nicht wahr, die Sonnenfinsternis. Der Papst sprach und wir hatten eine gewisse Heuschreckenplage oder nicht. Und auch in diesem Jahr, diese Dinge, der Himmel ist rot, sie haben keine Erklärungen mehr oder nicht. Ach, 12, ja, um die Weihnachtszeit herum. 12 Menschen und es geht um den Vater, nicht wahr? Ein Vater und sein Sohn, 12, ja? Und dann hier, liebe Leute, der Himmel ist rot, aber sie haben ja irgend so eine Erklärung. Der Fernseher hat immer recht. Also, was soll's, nicht wahr? Gibt es noch Menschen, die für 3 Sekunden nachdenken? Wir sehen den roten Himmel hier und da. Und wieso muss man das so schreiben, liebe Leute? Geht es hier um etwas anderes? Erklärung ist harmlos, 2, 3 Sätze. Ach so, damit haben die wieder recht, nicht wahr? Menschenaffen, ein komischer Begriff, oder nicht? Entweder Mensch oder Affe. Da frage ich mich nur, was steckt dahinter? Und meine Familie ist so lieb, ja, sie sagten, stell dir mal vor, da gab es einen Unfall und all die Menschenaffen sind verbrannt, so oder so ähnlich. Doch ich glaube an den himmlischen Vater. Niemand bekommt mehr, als er tragen kann. Als die Jünger gesteinigt wurden, konnten sie beten. Ja, liebe Leute, wir haben den Glauben, wir haben den ersten Anteil, wir haben alle Fakten, aber wir müssen für alle beten. Und hier, checkt man den Namen? Ach so, Opfer! Passt das nicht da? Vor Madonna, vor Notre Dame, die Werte bei Madonna via Instagram, Kirche, Paris, Ostern. Ich könnte immer so weitermachen. Ich habe 30 Dinge angekündigt, bevor sie passierten. Logen, Lobbys, es ist alles real. Obama mit 8 ehemaligen Präsidenten verwandt. Wer denkt noch nach? Wo gibt es noch jemanden, der sich kümmert, der erzieht? Liebe Leute, ich wurde mit dem Tod bedroht, sollte und wurde gehackt. Und alle sahen immer nur weg, haben gefressen und gesoffen. Gott Elohim, diese Werte, unfassbar. Endzeit, der Wert, liebe Leute. Und es ist unfassbar, nicht wahr? Die Leute sagen euch, stellt einen Baum ins Wohnzimmer, ihr macht es. Was kommt als nächstes? Erschießt eure Großmütter, ihr macht es, oder was? Wake and get up, wacht und deckt auf, ist das, was ich sage. Es ist Zeit, liebe Leute, ich bin schon wieder zurückgefallen, es tut mir wirklich leid, doch der Herr brachte mich zurück mit neuer Erkenntnis, Halleluja, oh Halleluja. Vielen Dank an Veronika, an Heidi, an die liebe Lara, an Nikolas, an euch alle, an meine Familie. Ich könnte ein Buch über den Alkoholismus schreiben, ich nenne es, ich habe immer alles ausgetrunken. Und Band 2, ich habe immer alles ausgetrunken, schon wieder. Traurig, aber wahr, leider, leider, vieles ist wie in der satanischen Twilight Zone, nicht wahr? Doch ich sage vielen, vielen Dank an alle. Abonniert, abonniere, du hast es nötig. Und natürlich, man ist zurück bei Gott, die Schmerzen sind wieder überall da. Man ist kein Freund der Welt mehr. Satan greift an, die Dämonen greifen an, das kennen die ganzen schlechten Menschen nicht. Gott testet diejenigen, die er liebt, und Beinprobleme, Organprobleme. Schlaflosigkeit, alles wieder da, aber wir machen weiter. Emma Watson, Christuspose, schwarz und rot, was für ein Zufall, nicht wahr? Schwarz und weiß Schachbrett, wir lebten im heidnischen Jahr des Schweines, alle haben immer ein Thema und eine einzige Meinung, Atlantikbrücke, Ordensbruder und Satanist, Sammy Davis Jr., Triliterale Kommission, Freimaurer, Jesuiten, nein, Äuglein schließen, es ist unfassbar, wir hatten noch nie eine Gesellschaft wie die heutige und im Bereich Psychologie sagt man, es gibt so einen seltenen Persönlichkeitstyp, der sich um alles kümmert. Vieles bewegt die Leute. Gottes Liebe, die Dämonen in den Leuten, die Verführung, aber sie ordnen einfach gewisse Dinge, gewissen Dingen zu. Und das ist dann Psychologie. Ja, dahinter steckt ein riesiger Esoterikraum. Psychologie ist Esoterik, nicht wahr? Kokser und Geisterjäger, Freud war da oder nicht, Rudolf Steiner, Herr, das Ich in den Sternen. Und dann lest ihr woanders, wie im Innenmagazin,
gesehen hier, Meghan Markle geht zu einem Sektenguru oder nicht, lässt sich Karten legen, Psychologie, Pädagogik, es ist nichts anderes, Christus sprach über Verführung von Kleinen. Was für ein Zufall, immer dieselben 10 bis 12 Symbole, nicht wahr, die Schlange, und ich benutze keine satanische Numerologie, Amazon.de, Lucifer, Hexen, Einauge, Blau-Rot, alle ein Thema, eine Meinung, Batwoman, Pyramide, Formation, einem fehlen die Worte, sind es die Pyramiden, sind es die Spielfiguren der Pyramidenspitze des Systems. Da kommt ein Brechreiz, nicht wahr? Hier in 4 Blocks ist tatsächlich jemand, der mordet und mit Drogen handelt, der Gute oder nicht? Und in der ersten Folge sind alle, die gegen ihn sind, Rassisten, nicht wahr? Sie sprechen da rassistisch oder nicht? Und das sind die Guten und die Ehefrau, die alles unterstützt, aber ab und zu mal sagt, du bist ein Krimineller, ist die besonders Gute oder nicht? Es spottet allem, es spottet jeglicher Beschreibung. Wir hatten noch nie eine Gesellschaft wie die heutige. Leben diese Leute dort nicht in der Serie wie 16-jährige Jugendliche. Es ist unfassbar, meine lieben Freunde. Alles, was das satanische Herz begehrt, nicht wahr? 911, das rote Auto, checkt meine exklusive Symbolik. Jachin und Boas, die Palmen. Liebe Leute, worauf spielt man da an? Heiden und Blumen, Rosenkreuz, aber besessener bildet Persönlichkeit auf wie eine Blume, Saturn, Kubus oder was? Naja, Boden und Himmel, wie im Himmel so auf Erden, as above, so below, die freimaurerische Dualität, jene Hälfte den Ausgleich bringt das Auge erwecken, besessen werden, der Mond, Asterix und die Götter, Astronauts, pura und pure Blasphemie oder was? Hab genug, enough of that garbage, das Ding ist flach, überall, ja, diese dreifache Version, die drei Frauen oder was auch immer, googelt es einfach. Ja, Triple Goddess, dreifaltige Mondgöttin. Man kann es nicht leugnen. Berge und Wälder so wichtig für Okkultisten. Blocksberg, laut Bibel trifft man auf Bergen Gott, nicht wahr? Unfassbar. Wacht und deckt auf, weltweit exklusiv oder was? 4 Blocks, die Verbrecher sind die Helden oder nicht? Das ist unfassbar. Doch dient das Teil und Herrsche oder was? Wie im Himmel, so auf Erden, die dreifachen Dinge, der Hund, Sirius Hund im Weltall, liebe Leute, ein Auge, blau und rot, die Dualität, wie im Himmel, so auf Erden, CC, check, check, die Serie hier und so weiter, die Christus-Pose, Engel auf Erden, Bermus, Elefant oder was? Auch hier geht oft alles gegen die Bibel, oder nicht, meine lieben Leute? Liebe Freunde, ich hoffe, ihr hattet einen rundum vom himmlischen Vater gesegneten neuen Tag. Wir brauchen die Bibel, Heilige Geist ist real, Christus kam, starb, stand auf, soll in uns sein, der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes, blau und rot, Phallus-Symbol, so vor Kindern, unfassbar, dies ist meine Gemeinde, das Zeichen des Tieres oder was. Und wo gibt es noch gottgefällige, natürliche Familien im TV? Was lief an Silvester? El Bundy, nicht wahr? Wo gibt es noch heile Familien? Wieso wird das nie gezeigt, liebe Leute, es ist unfassbar. Die Frau aus dem Meer, wie am Anfang, Verzeihung, die Taufszene bei Maria Magdalena im Film oder nicht, liebe Leute, die Christuspose, die Okkultentaufen, recherchiert hier X-Zeichen des Tieres, Kreuz und was heißt denn modern in dieser Gesellschaft, in der laut Bibel alles herumgedreht ist, liebe Leute, in der gut, böse und böse gut ist. Modern heißt ähnlich wie tolerant immer, keine eigenen Werte mehr haben, denn Erziehung ist ja veraltet, ein Gewissen haben ist out, Nachdenken ist böse, die Wahrheit ist eine Strafe, nicht wahr? Eine moderne Frau, radikale Künstlerin der Welt. Wer die Wellen das, was in ihr ist, liebt, der hat die Liebe zum Vater nicht, der Antichrist ist in der Welt jetzt schon, es sind viele, Satan wollte Christus alle Reiche der Welt anbieten, der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes, man kann nicht zwei Herren dienen, man ist für oder gegen Christus, Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bekenne mit meinem Mund Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes, der im Fleisch kam. Ein Antichrist kann dies nicht tun. Gott ist Liebe, meine lieben Leute, dies ist Täuschung und Lug und Trug, Saturnkult, Freimaurer, Hut, Lady in Red, Hure, Babylon, wie schon bei Madonna und Kylie Minogue oder was, kalter Krieg, Teile und Herrsche, Angstmache oder was und dann hier Abba, wie in der Bibel für Gott nicht, war was für ein Zufall, jetzt hier liebe Leute,
Phallus-Symbol und so weiter, Schuldgefühle machen oder was, was habe ich damit zu tun? Dritter Weltkrieg überall, Teile und Herrsche, nicht wahr? Auffangbecken, soziales Schlafittchen und mehr oder nicht? Meine lieben Freunde, es ist das Fünfte Reich nach dem Buch Daniel, das Vierte Reich nach 84, 84 ist vorbei. Rotes Auto, blau und rot, rotes Auto und hier ganz offen die eine Weltreligion, es ist alles vorbei. Noch Fragen, es geht nicht deutlicher. Christina Maria Aguilera hier von Disney. NASA bedeutet Täuschung. Disney und NASA, Pluto und Pluto, liebe Leute, ja, Neil A. Alien und gewisse aggressive Astronauten, Jesuiten, Freimaurer und NASA, unfassbar, hier ganz offen, wie im Himmel so auf Erden, as above, so below und bei Paris Hilton hier so und was, Pizzagate, Neusprech immer der Smiley, Mond, Mond, Göttin, Hure, Babylon, so da was, Project Monarch, der Schmetterling, was wollt ihr Gott sagen, was wollt ihr euren Kindern sagen, was wollt ihr euren Eltern sagen, wieso ihr bei manchen Dingen weggesehen habt, die Christenverfolgung ist da, kleine christliche Kinder sterben jeden Tag, schmaler Weg, steht es für sie für Sodomie, 666 im Hintergrund, recherchiert, ich berichtete, wie im Himmel so auf Erden, heidnisches Feuerwerk, Phallus-Symbol, hier die Sonne, wie im Vatikan oder was, Jesus der Wert, schwarz und weiß, Dualität, alles ist eine Lüge, hier so die eine Weltreligion, die Aswatchat-Partys oder was hier, das sind eure Vorbilder. Wer post so ein Altar? Ja, immer überall alles da, nur nie die Bibel oder nicht? Wieso geht immer alles gegen die Bibel? Frau in Rot, wie im Himmel, so auf Erden, ein Auge, Dualität. Hier die Blumen, liebe Leute. Das Liebe, hier liebe dich selbst, immer dasselbe, das Joch Christi war leicht, Dämonen lieben laut Bibel ein aufgeräumtes Haus, die Worte Joch und Yoga verbunden, so um Kinder und Schachbrett, liebe Leute, das Licht, Christus war das Licht der Welt, kein Licht ist in der Finsternis, nicht wahr, liebe Leute, so oder so ähnlich, lest die Bibel. Liebe Leute, sie lag nie falsch, sie kündigt alles an und was ist hier los? Mischfarbe aus Blau und Rot, wie ich meine, hier ist das etwa kein heidnisches Tattoo. Woher kommt das, frage ich nur, sie ist in den Logen unterwegs. MK Ultra, Jimmy Savile, Marc Dutron, Edward Heath, Ted Gunderson, Höllenleben, Rechercheverbot von Hans Meiser am Bundestag, alles gelogen oder was? Die luziferianische Kirche und Clinton, ihre Tochter und die Kirche Satans, liebe Leute, all die Verwandtschaftsverhältnisse, gelogen oder was? Ich bin kein Rassist, Faschist, angewinkelter Ellenbogen, Pyramide, ein Auge, so mit ihren Kindern, was ist da los, ist das vorbildlich, immer alle ein Thema, eine Meinung, nicht wahr? Die Lady in Red, die Pyramiden, der Sirius-Hund, so hier, Sodomie oder was? Phallus-Symbol, die Blume und dann back hier, der Wein, purer unbezüglich der Bibel oder was, 666 etwas am Samstag machen, gegen den Sabbat, antisemitisch oder wie, ich frage, liebe Leute, Christus ist Speise und Trank hier, gegen die Taufe oder was, wer auf die linke Seite, 333, der höchste Grad, der offiziell höchste, der Freimaurer, Rom, alles vorbei, end, das kennen wir ja, wie im Wrestling, end new und das ist schon NWO, so mit dem kleinen Kind, ist das Vorbild. Was ist da los? Wer post so? Wie alt ist sie? 50? Ich frage und dann so, liebe Leute, kommt das einem Menschen zugute? Diese Leute sind doch immer für die Natur, kommt das der Natur zugute? Liebe Leute, wurde der Mensch so gemacht, um so aufzutreten? Was ist hier mit den Augen zu? Gelb, Volk der Bienenkönigin, Sonnensymbolik oder was? Die Logen sind da unfassbar, Obama mit 8 ehemaligen Präsidenten verwandt. NASA ist Täuschung, die Luftballons wie ein SC-Take, starb an einem satanischen Feiertag, über die Clowns nicht wahr, Patriots, passt doch die Aura und so weiter oder was hier? Bei Jasmin Wagner, Beta-Kitten-Programming, Kätzchen-Programmierung oder was, auch hier die Dusche und dann so, das sind eure Vorbilder, Himmel und Erde, dazu passen man beachte, wie im Himmel so auf Erden, überall die Schrift, wie bei Dämonischem, nicht wahr, wie Ariana Grande, die sich eins voll schrieb und so weiter oder nicht, tja, auch hier so nackt, Kinder greifen auf ihr Profil zu und bei Ruth Moschner immer und immer und immer wieder, wie im Himmel so auf Erden, as above, so below, seit
Dekaden in den de facto logendurchfluteten Bereichen unterwegs oder nicht. Blau, Rot, Schwarz und Weiß, wer post so, warum haben wir alle ein Thema, eine Meinung, aber dann geht es auf Instagram nicht weiter, zufällig, nicht wahr? Und sie spricht über Toleranz. Was habt ihr für Toleranzvorbilder in den Medien, liebe Leute, ja? Leute, die mit ihresgleichen den dicken Willen leben, abgeschirmt und so weiter. Das ist Toleranz. Wer das Schwert nimmt, der stirbt durch das Schwert. Sie wollen die Waffen wegnehmen. Das kennen wir doch aus gewissen Systemen. Liebe Leute, kennen wir das nicht aus gewissen Systemen, wie wir sie bis 45 hatten und so weiter. Und man sieht es ja auch, Chicago, New Jersey, ja, Waffengesetze und Gewaltlosigkeit. Ich bin für Gewaltlosigkeit, die anderen auch. Das sind die Vorbilder, die Toleranten, liebe Leute. Ja, sie wollen die Waffen wegnehmen, haben aber ihre Bodyguards etc., da ist es in Ordnung, Leben abgeschirmt, rufen zum Spenden auf, haben 300 Millionen auf der Bank und mehr, diese Hollywood-Prominenten, diese Hollywood-Kultur. Ich habe in meinem Leben 15.000 Leute online kennenlernen dürfen. Ich sah nie einen Mensch, der so war wie die Leute in den Medien, der ihre Meinung teilt. Ich gehe nach draußen, ich sehe niemanden, der sich für den Klimawandel interessiert, der etwas in Sachen Klimawandel unternehmen möchte. Braucht man nicht 3 Sekunden zu recherchieren, um gewisse Dinge zu erkennen? Gott sagt, Sommer und Winter, Kälte und Hitze werden nie aufhören. Wo kommt Greta her, wenn ihr mit 16 Jahren in euren Schulen ein paar Plakate gegen Gott malen wollt, ja? Zum Thema Klimawandel, was passiert dann? Seid ihr dann auch in der Bilderberger Zeitung, liebe Leute? War es nicht so? Seid ihr dann in der Bilderberger Zeitung? Seid ihr dann in den Bilderberger Atlantikbrücke Medien, liebe Leute? Oder wer kommt da hinein? Ja, wenn ihr das mit 16 Jahren macht, was passiert dann? Ich sagte 30 Dinge voraus, ich werde jeden Tag verfolgt. Wen interessiert das? Liebe Leute, wir wissen, Greta hat einen gewissen Hintergrund oder nicht. Darf ich darüber sprechen, wer Demos finanziert? Wer in ihrem Umfeld ist. Ich bin kein Rassist, kein Faschist. Ich frage nur, liebe Leute, sie hatte, ihre Familie war in der Klimaforschung tätig und so weiter, nicht wahr? Naja, Obama mit 8 ehemaligen Präsidenten verwandt. Wir kennen den Stammbaum Clinton und Angelina Jolie, Obama, 8 ehemalige Präsidenten und Brad Pitt, Madonna und ihre Cousine, Lady Gaga, Gwen Stefani, Ellen DeGeneres, Ryan Gosling, Avril Lavigne, Celine Dion, alle verwandt, nicht wahr? Atlantikbrücke, Triliterale Kommission, Jesuiten, der Papst mit seiner Schrift, ihm gehören die Medien, alles Verschwörungstheorie wie MK-Ultra, wie Jimmy Savile, Edward Heath etc. oder nicht. Liebe Leute, sie redet hier von Toleranz, von Klima. Ich sehe niemanden, der freiwillig so redet. Ich sehe niemanden, der so spricht. Ich lernte 15.000 Leute kennen. Diese Leute haben immer alle ein Thema und eine einzige Meinung in den Medien oder nicht. Und wir sehen, was daraus wird, liebe Leute, oder nicht. Wenn man sich das Konto ansieht, wenn man sieht, was sie wollen und was sie selbst machen. Der Löwe hier, Snakebite, Schlangenbiss gewann, Dart, nicht wahr, diese Dart-WM, Lucifer, die alte Schlange, der alte Drache, der schmale Weg, Gelb, Sonnenkult, Hut oder was, wir kennen es, die Logen sind da, Handzeichen des 33. Grades, wie bei Sammy Davis Jr. oder was, wie im Himmel so auf Erden, Snakebite, das ist unfassbar. Ich würde ja sagen, jetzt wachen die Leute auf, aber es gibt leider niemanden, der sich damit beschäftigt oder nicht. Wer denkt noch für 3 Sekunden nach? Wie im Himmel, so auf Erden, wie lange soll es noch so weitergehen? Liebe Leute, Madonna mit über 60, wir können in jeder Sekunde tot sein. Die Kinder hier so, Cheetah Print, sie sehen das Licht Jesu Christi nicht wahr? Madonna sollte Kinder und Tiere aus ihrem SCX-Buch herauslassen. Bezierzte kleine Jungs, liebe Freunde, Sirene Records, Sirenen, zeigt alles, was das satanische Herz begehrt, nicht wahr? Sind es die Spielfiguren der Pyramidenspitze des Systems? Boykott, Saturnkulthut, Freimaurerhut, was ist mit ihrer Zunge? Hier, liebe Leute, wie beim Weinstein-Dings auf Join, nicht wahr?
Die Schweigegeste oder was? Die Christuspose, die Berge und Wälder, die Sonne, der besondere Hut, Regenbogen geklaut von Gott, nicht wahr? Hier alle möglichen Wege. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Passt doch. Hier Impfungen. David Bowie starb sehr suspekt, nicht wahr? Australien ist jetzt überall in den Medien. Sehr suspekt, enorm auffällig. Wieso nicht auch, wenn andere Leute leiden? Hier Mutter. Rette sie direkt gegen Gott oder nicht, so kann man nicht sprechen, wenn man nicht den himmlischen Vater angreifen will oder nicht. Blau, rot, schwarz, weiß, was für ein Zufall. Hier bezahl den Preis, schwarz, weiß, blau, rot, auch hier im Hintergrund die Blume. Phallus-Symbol besetzt hat Bildet Persönlichkeit auf wie eine Blume, der finale Countdown, ja passt doch zu Silvester, nicht wahr? Hier so vor Kindern, Magie vor Kindern bei Bravo. Christus und der Mühlstein recherchiert. Cheetah Print, Violett, die Sirius Hunde oder was? Yoga, Yoga, die eine Weltreligion. Project Blue Bird oder was? Manche fragen typisch blonde MK-Ultra-Opfer. Pink benannt nach ihrem primären Geschlechtsmerkmal. Ließ ihre Tochter ein Pentagramm samt 666-Symbolik auf die Straße malen. Gab an, dass sie gerne nackte Mondschein für Hexerei tanzt. Löschte dies dann. 300 Millionen auf dem Konto, aber ruft zu Spenden auf. Möchte anderen die Waffen wegnehmen, hat aber bestimmte Bodyguards, nicht wahr? Seife Toleranz, lebt in ihrer Villa mit dem Saus- und Braus-Zeugs oder nicht, liebe Leute. Und hier, keine Komplimente für den Ehemann. Es gibt nie wirklich heile Familien oder nicht. Was für ein Zufall. Die Football-Uniform, Seattle oder was? Was sage ich? Meine große Plätze und Events. Schachbrett, schwarz und weiß. Die dreifaltige weiße Mondgöttin oder was? Was ist das für ein Hundehalsband? MK-Ultra oder was? Meine Kruteil, Diablo, Teufel zur Handgäste. Griechischer Dutt oder was? Ich bin kein Rassist, kein Faschist. Wir sind hier in Griechenland, in Persien, in Ägypten, in Babel, in Rom 2.0 oder nicht? Weiße Mondgöttin, noch Frage, Pyramidenform. Ein Auge und auch hier in den Bergen und Wäldern ein Auge, das jetzt und hier, liebe Leute, nicht auf die Schätze im Himmel achten, der schmale Weg, die Sonne, es ist so unvorstellbar bösartig, oder nicht? Ich habe den Geist Unterscheidungsgeist, ich kann hier nicht lange sein, ach Christus, ja, wie tanzt man, wie im Himmel, so auf Erden, Christus-Pose, Pentagramm-Pose, wie im Himmel, so auf Erden, schmaler Weg, Zufall, ach, wie im Himmel, so auf Erden, Zufall, nicht wahr, all die Prominenten da in diesen Gegenden. Rasterbewegung nachweislich freimaurerisch. Ich enttarnte. Ein Auge Justin Bieber jetzt mit zwei Ohrringen im pinken Dings. Ja, aber da kann man ja nichts sagen. Ja, Gott treu sein. Sagen, dass es einen Schöpfer gibt. Nein. Die Bibel zeigt, man erkennt schon in der Natur, dass Gott da ist. Die Lehre der Kreuzigung ist Torheit für diejenigen, die verloren gehen. Ja, wenn man die Wahrheit zeigt, das ist böse. Das ist ein Verbrechen, liebe Leute. Aber wenn man nicht einfach alles mitmacht, dann ist man der Dumme, natürlich das Einauge und so weiter. Die Männer hier so, Männer in Frauenkleidung, Sünde. Laut Bibel aber, da sagt man, das ist doch Liebe, das ist doch Liebe. Gott ist Liebe. Man spricht in der Bibel von der faulen Liebe, das hat damit nichts zu tun oder nicht. Das ist Liebe. Ein Dreijähriger erkennt manchmal, wie heuchlerisch das gesagt wird oder nicht. Aber nein, wohin führt das? Woher kommt das, liebe Leute? Schwarz-Weiß dann Schachbrett. Ja, sie drehte ein Musikvideo. Ja, und der Titel ging gegen Gott. Und man zeigt das in einer Kirche, in der alles gegen Paulus geht oder nicht, ich frage. Das Herz wird laut Bibel zu argen Gedanken, wir brauchen die neue Geburt. Und dann sagen diese Leute wie, ach ja, es geht doch nur um Liebe und dann ist alles in Ordnung, liebe Leute. Unfassbar, die Leute brauchen den Heiligen Geist, MK-Ultra oder was? Hier Buffy, da ging alles direkt gegen die Bibel, nicht wahr? Sie lehnte dort offen Jesus Christus ab. Und was ist hier los? Die Golden Globes, goldener Globus, ja, das Gelbe, die Sonne, wie im Vatikan, oh, der was, so vor Kindern hier, liebe Leute. Sie hat hier immerhin etwas zur Bibel veröffentlicht. Ihre Freundin Madison Rain bannte mich einst, wie so viele, für einen einzigen Bibelvers auf
Twitter, wie ich meine, es ist unfassbar, aber vielen, vielen Dank für all die neuen Abonnenten. Ich bin kein Rassist, ich bin kein Faschist. Wir brauchen die Bibel, wenn man seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie offene Stadt ohne Mauern. Hilfsüchtigung aber, wenn sie da erscheinen, uns nicht Freude, sondern Schmerz zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Wir brauchen Frieden mit dem himmlischen Vater. Schreib mir eine E-Mail, noch Fragen. Abonniert, liebe Leute, wir haben diese Werte hier und jetzt seht euch das an. Bei all den Prominenten, die in Badewannen verstorben sind, Base Tip Symbolism etc. Hier, liebe Leute, so in der Badewanne sind das eure Vorbilder. Beine breit, Frosch im Kochtopf, hätte man das vor 10 Jahren so zeigen können. Liebe Leute, wozu das ganze Handzeichen des 360. Grades wie bei Sammy Davis Jr. oder nicht? Hier, gutes neues Jahr und das ist New Year. Aguilera in Russland, russische Werte, nicht wahr? No doubt, ihr Song Don't Speak, wir Gematria, Garten Eden, das Musikvideo dazu in der verbotenen Verbildlichung vom Garten Eden, vor Madonna, die Werte Kirche, Paris und Ostern, nur zu Rosh Hashanah, der Wert Rosh Hashanah, nur zum Neumond, der Wert Neumond oder New Moon, nicht wahr? Und hier Neujahr, Paris, der Wert bei Paris Hilton, liebe Leute. Und die Leute, die jetzt hier den Daumen nach unten geben, ja? Sie haben keine Argumente, sie können mir nichts, aber auch gar nichts entgegenbringen oder nicht. Niemand schrieb mir je eine E-Mail, man kann nicht mit mir diskutieren, ich habe hier immer recht. Und warum? Weil ich sage, dass ich das selbst wie die. Liebe Leute, wäre das nicht selbstgerecht? Ich gehe mit der Wahrheit. Ich bin beim Herrn, Halleluja, und ich zeige Fakten. Und nichts wird so gehasst wie die Wahrheit. Hier noch so eine fake brennende Insel, liebe Leute. Ich frage, ist das Propaganda unfassbar links, wie so ein Verbrecher vermummt oder was? Und Regierung, Fake News hier, das kommt ja auch aus dem Volk, oder nicht? Dieses Wort Fake News, wie Verschwörungstheoretiker, wir wissen ja nach dem Mord an Kennedy plötzlich, jeder, der sich damit beschäftigte, war ein Verschwörungstheoretiker, oder nicht? Blau und Rot, Schachbrett, weiße, dreifaltige Mondgöttin, freimaurisch oder nicht? Diese Werte, ein Auge, so vor Kindern der Baum, des Lebens oder was, Verschwörung der Wert hier, Christus sollte in der Wüste verfolgt werden, hab genug, so sieht der Himmel heute aus, man muss einmal nach oben gucken, es interessiert niemanden, wer interessiert sich in dieser Gesellschaft noch für seine eigenen Kinder, wer möchte noch 3 Sekunden nachdenken, wenn es nicht um Fressen und Saufen geht, antisemitische Kommentare und Morddrohungen werden ignoriert, YouTube tat nie etwas, wer hat nicht nur gefressen und gesoffen, wer hat noch ein Gewissen, wer hat noch Moral? Liebe Leute, ist manches, was wir in der Gesellschaft sehen, traurig, so kurz nach 45. Es ist wie in der satanischen Twilight Zone, der Wahl steht für den Dämonen der Lust, Asmodeus, so etwas. Drittes Auge, wieso ist immer alles vertreten, nur wir sehen die Bibel nie. Rotes Auto, Sirius, Hund oder was, was ist da los? Und das ist beliebt hier, so etwas für die Waldbrände machen, so ist man ein guter Mensch. Unfassbar, auf dieser Erde kann man als vernünftiger Mensch nicht mehr leben. Wie meine Familie immer sagt, das ist nicht mehr meine Welt. Unfassbar, gut ist böse, böse ist gut. Schleier, Irrwahn und Blindheit toben. Man sagt etwas, man bekommt Beleidigungen, man enttarnt es, man exposed es, man zeigt Fakten und es geht so weiter. Die Wahrheit wird ignoriert. Liebe Leute, Fakten sind böse. Tatsachen sind ein Verbrechen, liebe Leute, wer logisch denkt, wird bestraft, wer mit Logik und Wahrscheinlichkeiten geht, ist ein böser Richter, liebe Leute, wer aufklärt, der ist absolut böse in dieser Welt, unfassbar. Die roten Autos und mehr, wurde jetzt ja ein neues Virus gegen uns gezüchtet, liebe Leute. Ich frage, ein neues Virus. Da haben wir doch vielleicht etwas für Sommerloch, oder nicht? Wir müssen für alle beten. Ich betete für euch. Bitte betet für mich, meine lieben Freunde. Vielen, vielen Dank für alles. Es sollen jetzt nicht mehr so viele Videos kommen. Ich habe ja in 31 Tagen im Dezember, ich glaube, 35 Videos gemacht. Ich nehme keine satanische Numerologie mehr her. Liebe Leute, vielen, vielen Dank für alles. Halleluja, oh Halleluja, Shalom.